Hallo, willkommen zur Folge 25 meines Let's Play Feed Me Try. In der letzten Folge haben wir tatsächlich eine coole Methode gefunden, um endlich Energie zu generieren. Und zwar einfach das Tesseract von einem anderen Team haben. Jetzt. Heißt, in der letzten Folge haben wir ein Turret ausgeschaltet, das an unserer Base stand und uns halt vernichten sollte. Und das hat das nicht geschafft. Stattdessen haben wir das Turret vernichtet und jetzt gehört das Tesseract, was da dran stand, uns. Leider die Security Station nicht, denn ich war zu blöd, sie halt zu merken, dass die weg war durch die Explosion. Aber naja, gut. Dann haben wir halt die Security Station nicht, wir werden sterben. Was ich zwischen Aufnahmen gemacht habe, ist, dass ich hier ein bisschen aufgeräumt habe. Ihr seht es schon, ich habe hier alles wieder freigeräumt. Ich habe dieses Zeug hier wieder hingestellt. Übrigens musste ich das halt hier hinstellen, weil der Auto hin bei dem Weg stand und dann nicht mehr Level 30 entschärft werden konnte. Dann habe ich das Magic Award halt hier hingestellt, das funktioniert jetzt wieder einwandfrei. Die Lava ist das Einzige, was jetzt noch verbraucht wird, halt wieder das Obsidian und die Liquid Kompressoren, aber halt nicht mehr durch die Dynamos, denn die Dynamos sind jetzt ausgeschaltet fürs Erste, weil wir hier jetzt das Tesseract der anderen Leute haben. Außerdem habe ich hier dann jetzt überall alles schön verlegt. Hier habe ich Stone Cover drauf gemacht, damit man nicht mehr aussehen in den Beam läuft. Und das Ding hier läuft jetzt mit Ease einfach super gut weiter. Und wir kriegen Thomas Ardite, was wir gar nicht brauchen. Ich suche eigentlich Yellowrite. Yellowrite ist eigentlich das Einzige, was ich wirklich suche. Und Gold. Gold und Yellowrite sind die beiden Sachen, die ich möchte. Aber dann nehmen wir vielleicht auch mal wieder ein paar Yellow Foci raus. Und machen vielleicht nochmal wieder ein paar andere Foci rein. Was haben wir denn noch so? Wir haben ja noch Orange. Also machen wir auf jeden Fall nochmal Orange und nochmal ein paar Grüne rein. Wir können die Foci ja ändern, wie wir Bock haben. Das ist ja das Tolle. So. Ein Yellow, zwei Orange, drei Grün. Denn wir brauchen auf jeden Fall ja mehr Emeralds und die kriegen wir hier. Also, super tolle Sache mit dem Laser Drill. Und jetzt da wir unendliche Energie, dank den anderen Leuten haben, die wahrscheinlich einen Reaktor haben oder sowas, dass ihnen unendliche Energie gibt. Mir auch relativ egal. Sie haben unendliche Energie, also besorgen wir uns die einfach von denen und dann brauchen wir keine eigene. Und was ich natürlich jetzt auch machen könnte inzwischen, ist einfach mal so mit Solarpanelen anfangen. Denn jetzt haben wir ja Tesseract-Technologie, das heißt, wir könnten einfach ein Solarpanel irgendwo in die Luft stellen. Und dann testet anschließend das Tesseract dann zu uns führen, falls die merken sollen, dass wir ihre Power klauen. Was ich nicht weiß, ob sie es merken werden, aber wenn sie es merken, haben wir halt auch schon eine Möglichkeit, das zu countern. Und Alter, das Ding wird sogar leer? What? Okay. Ja, wahrscheinlich, weil das hier auch leer wird. Genau. Und das liegt daran, dass die einfach zu schnell sind. Die ziehen einfach zu viel Power auf einmal. Eigentlich müsste die über eine separate Linie laufen lassen, dann würde das gehen. Ich glaube, dann würde das gehen, wenn ich die über eine separate Linie laufen lasse. Momentan ziehen die halt wirklich alles in den Laser Drill rein, was geht. Deswegen haben wir keine extra besonders gute Power für den Teil hier. Aber vielleicht können wir auch einfach das verbessern, wenn wir es brauchen mit den Laser, mit unseren Magmatic Dynamos. Können wir nochmal ein paar RF Protect dazu stoßen, wenn wir sie brauchen. Aber momentan läuft ja alles super. Also das lasse ich jetzt einfach so. Gut, was ich außerdem off-camera gemacht habe, neben halt den Power zusammenbasteln neu, ist, dass ich... Warum habe ich eigentlich so eine Lags? Warum habe ich nur 17 Frames? Eigentlich sollte ich bessere Frames haben. Naja, jedenfalls habe ich halt das hier alles umgebaut. Beziehungsweise nicht umgebaut, sondern einfach ausgebaut. Und zwar habe ich... Wo ist jetzt das blöde Ding hingeflogen? Oh, ich hasse das, wie weit die mal wegfliegen. Und zwar habe ich hier Signalfilter gebaut, denn die haben schön viele Plätze frei. 1, 2, 3... 4 mal 3 sind 12 Plätze, statt halt 9, wie die anderen. 9 hätten zwar in dem Fall gereicht, aber egal. Wichtig ist, dass wir bei beiden Stellen hier Allow Oversending machen. Ich sag's noch schon mal, denn die Trashcan hat ja ein unendliches Inventar, deswegen Allow Oversending vollkommen okay. Und der Omnidirectional Hopper hoppert direkt in ein Tesseract, das ja auch wiederum sofort wegsendet. Also auch dort Allow Oversending auf True. Denn Oversending erlaubt halt, dass Items gesendet werden, obwohl nicht klar ist, dass in dem Inventar zum Zeitpunkt des Ankommens des Items tatsächlich Platz sein wird. So, so kann man das vielleicht sagen. Aber ja, in dem Fall ist es halt so, dass es auf jeden Fall dadurch wichtig ist, denn der Hopper hier geht direkt in das Tesseract. Das Tesseract liegt unten an dem Teil dran, das heißt, so dann ja, sollte unten an unserem Filing Cabinet dann alles reinkommen. Die habe ich anscheinend noch nicht gefiltert, die sollen nämlich noch wieder rein. Ihr seht es da, Chain Boots. Kann ich jetzt da selber reinschmeißen und dann werden die auch gefiltert. Dann seht ihr schon, die kommen direkt ins Tesseract und werden dann weggepackt. Und ja, das ist halt der Trick an der Sache. Als erstes gehen die Sachen in die Trashcan, die wir nicht brauchen. Leder, Tunics, Bows und so weiter. Dann mit einem Dense Item Duct geht hier halt alles noch, was wir sonst noch so haben wollen, mit einer Whitelist rein, nämlich Gold, die ganzen Chain-Sachen und so weiter. Denn daraus kriegen wir Stahl.
Und alles weitere landet weiterhin in der Diamond Chest. Und da sind jetzt auch Wither-Skeleton Scouts. Erstmal wollte ich euch aber noch ein paar coole Tools zeigen. Und zwar die Ender Scythe und die Thieves Shovel. Schaut euch mal dieses geile Zeug an. Das Ding disenchant auf jeden Fall. Ich glaube, wenn man es disenchant, kriegt man nur Fortune 3 raus aus dem Fortune 5 Buch. Aber schon eine lustige Sache, dass es das halt gibt. Weil eigentlich müsste ich Fortune 5 deswegen einfach aus Prinzip behalten, aber tue ich nicht. 5 Bücher noch da rein. Ich glaube, dann kann ich einfach noch ein paar von dem Stack-Bücher hier wegnehmen. Denn wir brauchen auf jeden Fall keinen Stack-Bücher da drin. Wir werden nicht mehr so viele Enchantments machen. Wir verdoppeln müssen, denn wir haben eigentlich alle. Wir brauchen nur noch unser Equip aufwerten, dann nochmal disenchanten und wieder neu enchanten. GG. Gut, ja, das war eigentlich auch, glaube ich, auch alles, was ich auf Kamera gemacht habe tatsächlich. Also ich habe das Demo-Folder da umgebaut und das ja, war auf jeden Fall gut. Was ich diese Aufnahme machen möchte, ist, dass ich Wither Skeleton Scouts benutzen möchte, um das overpowered Item im ganzen Modpack zu bauen. Und vielleicht werde ich auch nochmal eine Sache für Spider-Eyes machen, aber ich glaube, die Fermented Spiders, die X6 und so weiter, kann ich, glaube ich, alle eins machen. Die Wither Skeleton Scouts nehme ich auf jeden Fall aus der Kiste raus, die brauche ich auf jeden Fall noch. Spawn Spider und Spawn Ghast auch, also alles, was wertvoll ist, schmeiße ich hier mal erstmal raus, denn man kann es ja alles vielleicht noch gebrauchen. Blitzstrahls, Basalstrahls, man kann alles gebrauchen. So. Und dann schmeiße ich das alles unten in unsere Kisten, die gesichert sind. Also zum Beispiel hier, na gut, das schmeiße ich jetzt nicht in eine gesicherte Kiste, das sind nur X6, wobei eigentlich kann ich auch die da reinschmeißen, genau wie die. Und die Spider-Eyes kommen auf jeden Fall alle in die gesicherte Kiste. Genau wie das Zeug. Und das Zeug kommt sowieso in gesicherte Kisten. Genau wie das der Kohle. Und die Spawn-Eier kommen, glaube ich, hier unten rein. Da habe ich sie, glaube ich, reingepackt. Da habe ich sie da reingepackt. Ja, ich habe sie da reingepackt. Oder habe ich sie da reingepackt? Bin mir manchmal nicht ganz sicher, wie meine Ordner funktioniert. Ja, dann haben wir jetzt noch den Server hier wieder. Dann haben wir die Kiste, die brauchen wir nicht mehr. Die kann wieder rein. Und wir haben jetzt unsere neuen Wither Skeleton Skulls. Und die kommen auf jeden Fall in die Kiste hier rein. Und zwei davon brauchen wir jetzt für sogenannte Aerial Interfaces. Die Dinger hier. Denn die sind ziemlich teuer, wenn man bedenkt, dass die Wither Skeleton Skulls brauchen. Alles andere daran ist billig, aber der Wither Skeleton Skull, der ist mega teuer. Und davon haben wir jetzt aber auch welche. Also würde ich sagen, bauen wir uns die mal und schauen, was wir damit anstellen können. Aber für mich nicht mehr heute, denn ich mache jetzt für mich erstmal einen Cut. Es ist nämlich jetzt spät abends und wie ihr vielleicht merkt, bin ich ein bisschen müde schon und ich möchte euch nicht antun, dass ich müde bin, wenn ich den ganzen Kram mache. Also, ja, mache ich einen Cut und, der zweite Grund übrigens, warum ich das am nächsten Tag mache, ist, weil ich nicht weiß, wann Marpoli online kommt, wenn er online kommt. Und er soll nicht sehen, dass wir das Zeug haben, dass wir ein Aerial Interface bauen können. Das soll er nicht sehen, dass wir eins haben schon. Denn ich will das auf jeden Fall ja verstecken. Stimmt, ich wollte es sowieso verstecken, also müssen wir sowieso nochmal gucken, wie wir es verstecken. Aber das können wir alles morgen machen, denn ich kann ja schon mal einen Tipp geben, in welche Richtung es geht zum Verstecken. So, das ist meine Richtung, in die ich gehen werde. Mehr sage ich dazu nicht. Ich muss davon aber sowieso noch ein bisschen Stuff machen. Ja, da habe ich auf jeden Fall noch ein paar Pläne, was lustige Sachen angeht, die wir machen können damit. Aber das werden wir alles dann nach dem Cut erfahren, für mich morgen, vielleicht auch erst übermorgen. Mal schauen, wann ich Zeit habe. Das Hardcore-Projekt restarten wir auf jeden Fall nochmal, obwohl wir es halt angefangen hatten, weil sowieso alle gestorben sind, also fangen wir wahrscheinlich immer neu an. Aber das werdet ihr dann sowieso merken, denn die Folgen vom Hardcore-Projekt werden wohl vor den Folgen von Trident kommen. Gut, ja, einmal ein Cut. So, da bin ich wieder und es ist jetzt tatsächlich ziemlich genau 1,5 Wochen später. Ja, ich habe eine ganze Ewigkeit nicht mehr auf Trident gespielt, ich habe mich mit Hardcore-Projekt und Infinity rumgeschlagen, habe Skyrim gespielt und hatte null Bock auf Trident auch zum Teil. Also bei mir läuft langsam die Lust echt aus bei Trident, weil dann einfach sowieso alle schon alles haben. Natürlich habe ich ein bisschen Bock wiederbekommen, weil ich ja Marpoli und CB Space gefunden habe und gesehen habe, dass die ganz schön schlecht sind. Und heute ist was passiert, was mich dann noch mehr von dieser Aussage überzeugt hat, aber dazu gleich mehr. Erst einmal habe ich die Mobfarm noch ein bisschen verbessert, denn es gab einen kleinen Zwischenfall, der dazu geführt hat, dass wir auch noch ein paar Sachen toll bekommen haben, aber mal schauen. Und deswegen musste ich unsere Mobfarm ein bisschen umbauen, denn sie war total unsicher. Zuerst einmal war das Problem, dass ohne die Hebel, also wenn man die Hebel abgebaut hat, die Mobfarm durchgehend lief. Denn die Lampen dort drin liefen ja einfach durchgehend, wenn du
also liefen ja durchgehend nur, wenn der Hebel an war. Und wenn der Hebel aber weg war, dann waren die Lampen aus und die Cursed Earth hat durchgehend gespawnt. Das habe ich jetzt erstmal resolved. Das heißt also, der Hebel ist jetzt off, wie ihr seht. Die Lampen sind on, weil ich hier oben jetzt ein Not Gate hingeschmissen habe. Das gleiche habe ich gemacht für die Autospawn. Das heißt also, wenn der Hebel hier weg ist, ist da trotzdem drunter ein Not Gate. Da unten ist ein Not Gate drunter. Also hier, da ist ein Not Gate. Da, und das geht dann halt hier in das Redstone Relay. Und ja, das sorgt dann halt dafür, dass die Spawner auch per Default aus sind. Und das Gegenteil davon ist beim Grinder der Fall. Das heißt, der Grinder ist nur dann aus, wenn der Hebel tatsächlich auf an ist. Heißt also, jetzt ist es alles so, wie es eigentlich sollte. Und das hätte ich von Anfang an machen sollen. Ich war dumm, dass ich das nicht gemacht habe. Und jetzt verstehe ich auch, was man meint. Also, das Licht soll ja immer an sein. Und wenn jemals die Hebel kaputt gehen sollten, aus irgendeinem Grund, dann soll die Mobfarm ja ausbleiben und nicht durchgehend laufen. Wenn der Hebel mal kaputt gehen soll, wenn die Steuerung kaputt geht, soll eine Maschine ausgehen und nicht noch schneller weiterlaufen. Und das ist nämlich der Trick, den ich nicht beachtet habe. Und das habe ich jetzt halt gemacht, indem ich hier das Not Gate gemacht habe, da unten das Not Gate gemacht habe und dort aber keins gemacht habe. Weiterhin habe ich, wie ihr seht, schon die Barrels alle aufgewertet. Das heißt, ihr seht hier, das sind alles Barrels mit Upgrade-Slots auf Eisen aufgewertet und dann halt alle geupgradet mit einmal Storage und einmal Void. Sodass jetzt nämlich die Items nicht mehr overflowen in die tolle Diamantkiste, die komplett voll war mit Sachen. Also wirklich komplett. Da waren nur noch Sachen drin, alles war voll mit Stuff, den ich gar nicht brauche. Also habe ich jetzt erstmal mich dazu entschieden, das jetzt so umzubauen, sodass das Ganze jetzt funktioniert. Weiterhin habe ich noch ein paar Barrels freigelassen hier, damit das noch ein bisschen effektiver funktioniert, keine Ahnung. Ja, das war also erstmal wichtig. Weiterhin habe ich hier ein Cover vorgemacht, aber das hier ist noch ähnlich. Mit dem Unterschied, dass ich jetzt hier noch hinzugefügt habe, Potatoes, Carrots, Zombie Heads und Creeper Heads, denn die brauche ich alle nicht. Die können also auch alle gevoidet werden. Und es ist dann halt immer noch so, dass die Sachen möglichst hier reingehen und alles weitere, die Diamond Chests und alles weitere dann in die Trash Can einfach rein. Weiterhin habe ich die Zäune, die hier sind, durch Netherbrick Fences ersetzt, weil die nämlich alle abgebrannt sind. Und das war nicht so schön. Also habe ich mir erstmal neue Schafe besorgt, die übrigens alle mit Jailer-Safari-Netzen gefangen. Also den Jailer-Safari-Netzen, den Dingern hier. Weil die halt ganz toll sind. Und ja, habe ich da Jailer-Safari-Netz benutzt, damit nämlich die Viecher nicht die spawnen, die Schafe, aus Versehen mal. Und getötet werden sollten sie jetzt eigentlich auch nicht. Und durch die Netherbrick-Fences können sie halt auch nicht mehr escapen, wenn da mal Feuer sein sollte, weil die Netherbrick-Fences ja nicht brennen. So, das sind also die wichtigen Sachen. Außerdem habe ich die ganzen Requester-Frames und so weiter alle unsichtbar gemacht, wie ihr seht. Da steht drauf, Logistics Requester-Frame Invisible. Einfach, ja, weil das besser aussieht, wenn nicht überall so eine gelben Frames um Sachen drum sind. Dann habe ich hier den Tank weggenommen und ich muss den nochmal wieder hinbauen, weil ich nochmal einen neuen... Ich muss einen neuen bauen. Hier habe ich, glaube ich, nichts geändert an der Farm. Genau, hier habe ich nichts geändert. Ich habe die Security Station noch nicht verändert. Und dann haben wir hier... unsere normale Base. Die Diamant-Chest komme ich gleich zu. Erstens mal ist die Power von Marpoli und Sleepy entweder ausgelaufen oder sie haben sie abgemacht, denn sie funktioniert nicht mehr. Wir bekommen keine Energie mehr durch sie. Schade, schade. Das funktioniert nicht mehr. Also habe ich erstmal wieder meine Lava-Gen angeschmissen. Ich hoffe mal, dass das fürs Erste dann reicht und dass ich vielleicht später noch was anderes mache. Mal schauen. Mache ich mal aus wieder. Die laufen ja alle wieder auf Fullspeed, also brauchen die ja nicht laufen dann, wenn die sowieso voll ist und die Energiezelle. Ich muss mal gucken, dass ich das vielleicht automatisiere, dass die ausgehen. Aber das geht ja wieder nicht, weil ich sie ja auf Full Augment habe. Also Mist. Naja, keine Ahnung. Schauen wir mal. Auf jeden Fall haben wir aber tonnenweise Erz bekommen. Ihr seht hier, die Kiste ist gut gefüllt und dabei sind nur noch die Sachen, die mit Fortune abgebaut werden müssen. Denn die anderen Sachen sind, wie ihr seht, hier schon alle in der Produktion, denn ich habe auch hier ein Storage Frame mit Sachen drin und das dort hinten ist, wie ihr seht, ein Active Provider Frame. Also dafür habe ich das mal benutzt und jetzt wird halt alles Mögliche gerade schon verarbeitet, mal ein Infused Ore, das wird dann hier alles schön verarbeitet. Wunderbar, hier bekommen wir tonnenweise Shiny. Ich hätte eigentlich das Gold nochmal verarbeiten müssen mit dem Zeug, aber gut, dafür bekomme ich ja auch nur Rich Slag, also eigentlich ist es nicht mal so wichtig. Was will ich denn mit Rich Slag verarbeiten? Kobalt will ich mit Rich Slag verarbeiten. Und ich glaube ansonsten nicht mal groß was. Kobalt ist auf jeden Fall wichtig. Alles andere brauche ich nicht mit Rich Slag verarbeiten. Zack, zack. Nein, nicht das. Das will ich damit. Den Rich Slag verdreifacht ja auch. Und das Cinnabar möchte ich ja aufheben für mehr Ferris Ore. Denn Ferris Ore ist ja dafür dann da. So. Gut. Also. Das ist also das. Und wie ihr mal in dieser Kiste seht, haben wir jetzt ein paar Blöcke Eisen und ein paar Blöcke Gold. Ich freue mich übelst. Wir haben so scheibenkleisterig viele Ressourcen jetzt. Es ist einfach nur gut.
weil wir jetzt halt dieses Ding lief irgendwie die gesamte Zeit, die der World Anchor lief. Also mein World Anchor ist ausgelaufen, deswegen ging das nicht mehr. Also der hatte keine Enderperlen mehr, habe ich erstmal einen Hopper dran gesetzt mit Enderperlen jetzt. Und ja, deswegen lief das Ding nicht mehr. Ansonsten wäre das noch viel länger gelaufen, aber wir haben halt trotzdem schon Thomas Ressourcen. Ich glaube, mehr brauchen wir nicht mehr. Ich meine, yay, wir haben Stacks und Stacks jetzt an Sachen. Weiterhin haben natürlich auch die Sachen hier weitergearbeitet, sodass wir natürlich auch tonnenweise Gold- und Eisenbeeren hatten, die ich natürlich auch alle eingeschmolzen habe und hier unten verarbeitet habe. So, und zuletzt kommen wir jetzt zu dieser Kiste. Und diese Kiste ist wirklich das Masterstück dieser gesamten Woche, die passiert ist. Diese Kiste enthält Items, die einfach nur gut sind. Denn es ist Folgendes passiert. Marpoli hat versucht, in unsere Base zu kommen. Und hat anscheinend den echten Eingang nie gefunden. Keine Ahnung. Hat nie gefunden den realen Eingang. Hat sich einfach nur reingebaut. Weiß ich nicht. Irgendwas. Hat sich reingebaut und ist in unsere Mob-Falle gefallen. Creeper, bumm. Welt, also Sachen alle zerstört, deswegen sage ich, ich habe die Hebel halt verkackt, denn sonst wäre das wenigstens das Cursed Earth ausgeblieben. Aber das Tolle ist, Monster sind übelst stark bei 1000 Blöcken Entfernung. Ich habe schon überlegt, ob ich nicht einfach ein System baue, dass statt, dass ich mir eine Turret baue, dass ich einfach Monster nehme. Oder, was ich, geil, ich habe eine gute Idee gerade bekommen. Wir bauen uns eine Turret, eine Teleporter-Turret, und in diesem Raum lassen wir dann Monster spawnen. Den legen wir mit Cursed Earth aus. Dann Obsidian. Cursed Earth und dann Obsidian. Denn Cursed Earth lässt sich auch nicht sprengen. Zumindest nicht von oben. Von unten weiß ich es nicht, aber von oben ist Cursed Earth nicht sprengbar, soweit ich es weiß. Zumindest nicht in der normalen Version. Heißt also, man kann Cursed Earth nicht sprengen. Und das heißt, damit könnten wir eine super geile Mobfarm bauen. Mobfarm ist schon eine super geile Falle. Denn wir könnten sozusagen sagen, sobald da schon ein Spieler gefangen ist, macht das Licht aus und macht die Türen zu. Die Türen zu, machen und das Licht ausmachen, das ist kein Problem, das weiß ich schon, wie man das macht. Und dann spawnen da drin Monster und die töten denjenigen dann. Denn selbst mit Last Stand und 100 Leveln, du stirbst wirklich schnell durch Monster. Und selbst wenn du eine Refill-Maschine hast, wenn die nicht übelst schnell ist, verreckst du trotzdem, weil die halt einfach so übelst stark sind, die Monster. Und wenn dann so 2-3 Zombies mit Cursed Earth Stärke auf dich zukommen, da machst du nichts mehr. Das ist also eine übelst gute Verteidigung, fällt mir auf. Also wirklich eine übel gute Verteidigung. Alter, das habe ich dann auch nicht früher dann gedacht. Also das bauen wir auf jeden Fall noch. Wieder ein neues Projekt, das wir uns aufqueuen. Aber hey, das ist halt eine sehr gute Idee. Jedenfalls ist Marpoli dadurch halt gestorben. Yay. Und irgendwann hat dann versucht, mich zu überreden, ein Backup zu machen. Ich habe mich immer gefragt, warum er denn unbedingt ein Backup will. Weil ich halt kurz raufgekommen bin und gesehen habe, dass meine Base gar nicht so zerstört ist. Pff, was will er von mir? Aber, naja, deshalb halt, weil jetzt sein Grab hier lag. Und dann habe ich sein Grab abgebaut und es waren Sachen drin. Und erstens freue ich mich übelst darüber, wie gut die Sachen sind, die wir bekommen haben. Und zweitens lache ich darüber, wie schlecht sie sind. Das ist schon ein bisschen bitter, ich weiß. Und das ist ein bisschen kontrovers, aber ich erkläre euch gleich, warum. Erstmal muss ich nur nochmal schnell den Kram hier wegschmeißen, der mich stört, dass ich ihn im Inventar habe. Denn das ist nun mal wertvoller Kram, deswegen muss der in die Strongboxen. Gut, Sockerman ist nicht mehr online, aber trotzdem. Sicher ist sicher. Strongboxen. Schattenjäger angeboten, der Mesos-Tin zu bauen. Ich habe gesagt, nope. Auch wenn der Mesos-Tin natürlich super gut ist zu craften, aber man kriegt niemals mit einem Mesos-Tin die Sicherheit, die man mit Strongboxen hat. Denn der Mesos-Tin ist ziemlich leicht zu killen. Man braucht nur die Power rausnehmen oder man braucht einfach nur die Security Station abbauen und dann Kabel dazwischen. Alles kein Problem, alles super einfach und deswegen viel zu leicht zu countern. Also bleibe ich bei Strongboxen. Die sind, wenn man nicht weiß wie, ziemlich leicht zu countern. Gut, also, jedenfalls kommen wir nun dazu, warum denn deren Sachen so unglaublich geil sind und doch unglaublich schlecht und mich über sie lachen lassen. Und zwar, sie haben dabei eine Menge Stuff. Die Diamantrüstung ist, glaube ich, von Dingens, also brauchen wir uns die nicht angucken. Die Kobalt-Pickaxe, weiß ich gar nicht, ob die von ihm ist oder von dem, denn da sind halt auch Schattenjäger-Sachen, denn der ist da auch gestorben. Was aber auf jeden Fall von ihnen ist, sind die beiden Schwerter, denn wir haben gar kein Jedi-Diderium, der Bogen und die Enderium-Flux-Rüstung. Und die Golden Bags of Holding. All das habe ich nie benutzt. Und ME-Import. Okay. Und da sind Sachen drin. ME-Import? Das heißt, wenn ich irgendwas anderes da reinpacke, wird das weggenommen, oder? Ja, okay, dann ist das nur irgendwie eine Keep-Stock-Methode, die er da angewendet hat. Okay, cool, ME-Import. Läuft. Läuft, also noch was wir von ihm haben. Das können wir natürlich gegen ihn verwenden. Jetzt haben wir eine Ender-Chest-Frequency von ihm. Wobei das nicht wirklich viel bringt, weil das nur die ME-Import-Chest-Frequency ist. Und ich glaube, man kann die nicht umstellen.
Ich glaube nicht, dass man einen Bag benutzen kann, um eine Ender Chest zu machen. Nee, ich glaube, das geht nicht. Schade. Aber, jedenfalls, warum lache ich jetzt? Ganz einfach. Die Enderium Flux Rüstung ist übelst gut. Und genauso gut wie die. die ist genauso gut wie die Flux Infused, hält nur wesentlich mehr Energie. Und trotzdem ist sie halt gut, weil sie mehr Energie hält und weil sie teuer ist. Shattered Enderium ist gar nicht so billig. Es ist zwar relativ billig, aber doch irgendwie schon nicht so billig, dass ich es einfach wegschmeißen würde. Wir wollen es natürlich eigentlich selber herstellen, aber müssen wir jetzt nicht mehr, denn sie haben es ja für uns gemacht. Aber was mich zum Lachen bringt, sind die Enchantments. Last Dance 2 als erstes, Protection 4, Absorption 5. Protection 4 habe ich euch ja schon beigebracht. Protection 4 ist in diesem Modpack vollkommen sinnlos. Es gibt nichts, wofür man Protection 4 in diesem Modpack braucht. Es ist sinnlos, ihr braucht es nicht. Es gibt nichts in diesem Modpack, was Protection 4 irgendwie bringt. Denn die Rüstungen geben durch Protection 4 weder mehr Protection noch sonst irgendwas mehr. Also, vergesst es, kein Protection. Zweitens, Absorption 5 als letztes, Last Dance 2 als erstes. Das heißt, sie haben tonnenweise Level verschwendet. Denn wenn ihr Absorption 5 als erstes und Last Dance als zweites macht und Protection 4 komplett weglasst, braucht ihr wesentlich weniger Level. Und zuletzt, sie haben auf ihrer kompletten Rüstung keinen Flimflam. Ich habe Flimflam auf jedem Rüstungsteil. Sie nicht. Ich weiß nicht warum, vielleicht glauben sie, dass ich Flimflam zu sehr genervt habe, aber sie haben keinen Flimflam. Hä? Flimflam ist das wichtigste Enchantment, um gegen Leute anzukommen, die genauso wie man selbst unendlich Level haben. Und dann haben sie keinen Flimflam. Hä? Genauso das gleiche mit dem Schwert. Gelendarium Swords, die besten, da machen wir auf jeden Fall welche, denn die haben 15 Attack Damage, meins hat 8, also yay. Und wir haben beide Sharpness 5 drauf, also noch mehr yay. Die haben Pain drauf, ich weiß nicht, wie die Pain gekriegt haben, aber sie haben weder Flimflam drauf, noch XP Boost, noch Unbreaking, noch Looting, noch Fire Aspect. Ich glaube, Unbreaking braucht man auch tatsächlich nicht, weil das ja gar kein kaputtgehbares Schwert ist. Also bräuchte ich Unbreaking gar nicht, genauso wie ich hier, glaube ich, auch kein Unbreaking bräuchte. Aber wen interessiert's? Wir können es ja. Ich meine, Protection 4 wahrscheinlich auch, sie können es ja, aber hey, Unbreaking 3 könnte wenigstens auch dafür sorgen, dass man weniger Energie verliert. Hingegen, das macht auf jeden Fall gar nichts. Das weiß ich schon, dass das nichts macht. Gut, also, haben wir tolle Sachen gekriegt, die wir natürlich jetzt benutzen können, denn, wir können jetzt einfach disenchanten. Und zuletzt, Golden Bags of Holding. Einer, der komplett leer ist und damit relativ sinnlos für uns, denn ich glaube, ich werde keine Bags of Holding benutzen. Wenn, benutze ich einen Satchel, den ich abschließe, sodass die zwar den Satchel bekommen und damit die Items, aber wenigstens die Items nicht nutzen können, die ich habe. Und zweitens, ist der mir zu klein. Ich meine, das Ding kostet auch ganz schön viel. 2 Gold, 1 Goldblock, ein Diamant, viel zu teuer. Holding 4 auf einem Resonant-Teil, das ist viel besser als das blöde Ding hier. Aber hey, es ist okay, man kann ihn benutzen. Ich habe nichts dagegen. Ich vergesse immer, dass es ihn gibt, weil es halt andere Sachen gibt. Aber jetzt guckt euch diese Schönheit an. Also schaut euch einfach diese Schönheit an. Ein paar Stacks Obsidian? Pfff. Aber ein paar Cover? Pfff. Aber Entity-Tracker-Upgrades? Tonnen und Stacks an Range-Upgrades und Stacks an Security-Upgrades, Stacks an Network-Nodes und Tesseracts. Tesseracts von Marponi. Noch mehr davon. Auch wenn ich glaube, dass sie gar nicht mehr auf der Frequenz senden, was also die Tesseracts relativ sinnlos macht für mich, aber hey, ich hab sie. Wen interessiert's? Dann Turret Basen Mark 5, Stack, Laser-Turrets, Upgrades, Teleporter-Turrets und Obsidian-Cover. Die habe ich schon gesagt. Also einfach nur epischen Stuff. Außerdem habe ich deren Helm gesehen. Und deren Helm, den habe ich gerade auf, hat übelste Upgrades. 64 Range Upgrades, 2 Stacks Volume Upgrades, Item Search Upgrade, Coordinate Tracker, Block Tracker, Entity Tracker und ein Stack Security. Ein Stack Security, das können wir toppen. Das heißt, wir werden auf jeden Fall noch ein paar Security-Sachen bei uns reinbauen. Aber einfach 2 Stacks Volume Upgrades. Das ist so göttlich. Die klaue ich. Natürlich, das sind meine jetzt. Wie geil ist das eigentlich? Also die haben so viel overpowered, episches Zeug dabei gehabt. Gerade, also eigentlich nur der, denn es war nur Marpoli. Alter, ich könnte ausrasten, wie gut das ist. Das ist so schön. Vor allem, weil ich jetzt nicht nur weiß, dass sie guten Stuff haben, sondern auch weiß, dass sie keine Ahnung haben, wie sie ihren guten Stuff richtig benutzen. Ja. Boom. So, jetzt sind wir bei 24 Minuten. Folie ist disconnected und ansonsten, wow. Habe ich die gesamte Folge jetzt damit verbracht, euch zu zeigen, was alles off-camera passiert ist, weil wieder 2 Wochen rum sind. Sorry. Aber nächste Folge machen wir dann auf jeden Fall, was ich eigentlich wollte. Und zwar ist das, was ich eigentlich wollte, ja, Project Red benutzen.
für gewisse Teleportmöglichkeiten, denn das wird auf jeden Fall eine Sache, die ich machen möchte. Und da muss ich nochmal genau gucken, wie ich das alles baue, denn das Area Interface braucht ja Druck und ich weiß nicht, wie ich den Druck dahin bekommen soll. Denn ich will das auf jeden Fall nicht in unsere Base bauen, das Area Interface, das wäre zu unsicher. Denn wenn es in unserer Base steht, kann es ja jederzeit genommen werden einfach. Das wäre nicht das Problem, das dann wegzuklauen. Also das ist so mein Bedenken. Dann kann man das ja umstellen, wenn man die Base gehackt hat. Also, das ist die Frage, wie ich das machen möchte. Aber mal schauen, das werde ich nochmal schauen. Aber ansonsten, muss ich diese Sachen auf jeden Fall disenchanten. Den Golden Back of Holding mit den ganzen epischen Sachen nehme ich auf jeden Fall gerne. Kann ich den Golden Back of Holding eigentlich einschmelzen irgendwie? Nö. Gut, schade. Dass er da nicht Reincarnating drauf gemacht hat. Also wenn man das schon kann, ich meine, das Ding Reincarnating is Soulbound basically, dass er das nicht drauf gemacht hat, wundert mich schon. Aber naja, gut, wir können ihn leider nicht einschmelzen. Okay, dann brauchen wir ihn eigentlich nicht, aber ich pack ihn mal in die Toolskiste. Und den Stuff hier, oh, den nehme ich jetzt. Also, tonnenweise Upgrades. Die Security-Upgrades packen wir in unsere Station. Die Range-Upgrades nehmen wir auch noch. Den Entity-Checker brauchen wir eigentlich nicht, aber die Security-Upgrades packen wir in unsere Security-Station. Und ich glaube, ich werde einen kleinen Trick benutzen. Denn, ihr erinnert euch vielleicht, dass ich meinen Helm ja konfiguriert habe mit zwei Stacks Security-Upgrades. Wenn ich mal auf meinen Helm gucke, das ist ja meiner. Den habe ich ja konfiguriert mit zwei Stacks, mit drei Stacks sogar fast Security-Upgrades. Und ich mache da jetzt nochmal drei Stacks rein. Der Trick ist jetzt, dass die ja nur einen Stack haben, weil sie ja so viele Volume-Upgrades haben. Außerdem haben sie übrigens keine Speed-Upgrades, was mich total wundert, denn Speed-Upgrades sind auch sehr, sehr praktisch, weil es einfach übelst die Geschwindigkeit erhöht, in der das Ding was macht. Also auf jeden Fall, wenn die nur einen Stack Security-Upgrades haben, dann brauche ich ja in meine Security-Station nämlich nur ein paar mehr Security-Upgrades einpacken und dann kriegen die das nicht mehr. Heißt also, jetzt machen wir das einfach mal. Wir sagen Drop Base und legen dort einfach nochmal den Rest rein. So, das sind jetzt fast zwei Stacks. 14 Upgrades mehr braucht man nicht. Ich glaube, ich mache einfach mal tatsächlich zwei Stacks draus. Also das ist mir dann der Helm gar nicht so wichtig wie das Ding. Heißt, ich mache das jetzt nochmal, dass ich da nämlich tatsächlich zwei Stacks Security Upgrades reinpacke. So, und die Entity Tracker bleiben, die Range Upgrades bleiben, aber die Security Upgrades, die sind halt so. Und das ist dann nämlich jetzt schön. Dann machen wir die wieder dahin, sagen wieder Configure und sagen It's Genetics, denn der spielt eigentlich noch mit und Schatten mit kleinem S, mit großem S, Schatten Jäger 1 plus, 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 plus und plus, plus, plus und toll. Und dann wieder die Strongbox davor setzen, damit da auch keiner rankommt. An meine wunderschöne Security Station. Wow. Mann, ich finde das einfach so göttlich. Es ist so göttlich, wie einfach das jetzt ist für uns. Ich meine, hallo, was die alles haben? Und wozu braucht man ein Item Search Upgrade? Ganz ehrlich, wozu braucht man das? Ich habe Ordnung. Das reicht vollkommen. Ein bisschen Ordnung und man hat das auch. So, jetzt nehme ich doch mal deren Pneumatic Helmet. Da. Schmeiß ihn da rein, hol mir mal ein paar Upgrades raus, die ich für meinen brauche. Range Upgrades brauche ich. Ich packe einfach mal alles raus. Ich nehme erstmal alles raus. Die Security Upgrades auch, denn die brauchen wir da dann auch nicht. Und jetzt nehme ich auch mal die Volume Upgrades raus. Yippie. So, und damit hat er jetzt einfach mal alle Volume verloren, aber es ist mir relativ egal. Denn den werde ich sowieso disenchanten und mich darüber freuen. Denn es ist ein schlechtes Ding, also machen wir den disenchanted. Aber unseren werten wir nochmal auf. Noch mehr Security, das heißt, wir haben volle Security. Einmal ein Stack von denen und ein Stack von denen. So. Und dann möchte ich auch nochmal ein, zwei Speed-Upgrades eigentlich. Das heißt also, ich nehme auch nochmal ein paar Speed-Upgrades hier raus. Nehmen wir mal drei, dann haben wir fünf Speed-Upgrades. Das war die falschen. Hier wollte ich sechs dann haben. Dann haben wir hier fünf Speed-Upgrades drin, das sollte eigentlich reichen. Machen die Speed-Upgrades eigentlich die Zeit? Die Speed-Upgrades sollen dafür, dass man wesentlich mehr Zeit hat. Okay, Scheibenkleister, wie viel das bringt. Mit fünf Speed-Upgrades haben wir gerade mal 20 Minuten, selbst bei einem Stack-Volume-Upgrades. Alter! Okay, das erklärt eine Menge, warum deren Helm so lange gehalten hat. Dann sind zwei Speed-Upgrades aber vollkommen ausreichend. Ich meine, der Unterschied zwischen den Geschwindigkeiten ist ja schon enorm mit zwei Speed-Upgrades. 113 Minuten, 61 Minuten, 42 Minuten. Das reicht dann auch. Oder 32 Minuten, eine halbe Stunde, das reicht eigentlich tatsächlich. Drei Speed-Upgrades. Denn die Speed-Upgrades bestimmen ja nur, wie schneller das hier auflädt. Zack. Und wie schneller Sachen scannt. Heißt so, wenn ihr mehr Speed-Upgrades habt, scannt das schneller die Umgebung. Heißt, wenn wir jetzt, keine Ahnung, mal
den Entity-Tracker mal auf Nicht-Ad-Player stellen, dann scannt er die Sachen ja sehr schnell, wie ihr seht. So, und das ist halt, was die Speed-Upgrades da drin machen. Dafür, dass, die sorgen dafür, dass ihr schneller scannt. So, du brauchst gar nichts, ich disenchant dich nur, meinen eigenen Helm will ich aber haben. Und den will ich vielleicht nochmal ein bisschen, ich glaube zwei Speed-Upgrades reichen tatsächlich aus. Also tatsächlich brauchen wir nicht mehr als zwei. Aber ich mache halt Speed-Upgrades rein. Und ich habe drei Stack Security-Upgrades jetzt drin. Ein Stack Volume-Upgrades reicht auch. 43, macht das eigentlich überhaupt einen Unterschied? Ja, es macht einen Unterschied, okay. Und die Estimated Time Remaining bezieht sich auf die Gesamtladung und nicht darauf, also yippie. Gut, okay, egal, dann sorgt, dann ist es jetzt halt scheiße. Yay. Gut, dann darf er jetzt nochmal wieder neu aufladen, das dauert jetzt wahrscheinlich eine Ewigkeit. Naja, wenigstens läuft jetzt alles. Super. Ja, also ich freue mich übelst über den ganzen Stuff, den wir bekommen haben. Vielen Dank, Sleepy und Marpoli, dass ihr so nett zu uns seid, dass ihr uns die ganzen Sachen gebt. Sehr schön für euch, danke. Heißt also, ich schmeiße jetzt einfach mal alles, was wir noch so haben, in den Disenchanter. Denn das ist auf jeden Fall eine der wichtigsten Sachen, die ich machen kann. Mir die ganzen Enchantments davon sichern. Die ganzen Enchantments auch. Das ist alles enchanted, super. Also alles schön in Disenchanter. Und dann mache ich eine vernünftige Rüstung daraus mit vernünftigen Sachen. Das mache ich auf jeden Fall. Die Enderium Flux werde ich natürlich benutzen, das heißt, ich werde meine eigene auch komplett disenchanten und die Enderium Flux aufwerten stattdessen. Denn die Enderium Flux hat ja mehr Sachen, also werde ich die benutzen. Ich lasse sie halt nur erstmal noch, weil ich die gerne hätte als Referenzpunkt, wie sehr ich die enchanten muss, also mit was für Enchantments ich die enchanten muss, damit sie funktionieren. Also das ist der Grund, warum ich das lasse. Okay, also, wir haben alles gemacht, was wichtig ist. Wir haben episch overpowered pneumatic helmets. Eigentlich kann ich die auch beide ihrer Upgrades entledigen und dann einfach die Upgrades alle wegschmeißen, denn eigentlich brauche ich das nicht, was ich jetzt gerade mache. Schließlich hat kein anderer pneumatic helmet außer mir. Also kann ich genauso gut die alle rausnehmen, die Upgrades. Und kann mich darüber freuen, dass ich noch mehr freie Upgrades habe, so gesehen. So, du jetzt als erstes, du kriegst die ganzen Sachen. Ihr beide kommt da rein und ansonsten die ganzen Upgrades für die pneumatic helmets kommen da rein. So. Jetzt haben wir tonnenweise Upgrades für die Metal Calmet und den Golden Backup Folding müssen wir auch nochmal leer räumen. Stimmt, die Network Nodes wollte ich noch einbauen in meine Security Station. Das muss ich auch nochmal machen, denn natürlich bringen mehr Network Nodes auch mehr Probleme für den anderen mit sich. Auch wenn leider das Network Grid sehr klein ist, aber es sollte trotzdem ein bisschen helfen. Also das heißt, dann nehmen wir uns mal unsere Golden Backup Folding. Ich sag jetzt unseren, weil es jetzt unserer ist. Der gehört jetzt einfach uns. Punkt. Und eine Security Station hat ja auch noch kostenlos dazugelegt, aber die brauche ich gar nicht. Wir nehmen einfach das, das und das, den brauchen wir auch nicht. Eigentlich kann ich das auch so lassen, eigentlich kann ich damit noch eine weitere aufsetzen, aber hier kann jetzt wenigstens auch ein Stack hin, so, und mehr brauche ich eigentlich auch nicht, denn es ist sowieso egal, die sollen gar nicht Stacks sein. Okay, also bleibt das jetzt einfach so, wollte ich gar nicht machen. Configure und it's genetics plus und nicht J, Schatten, yeah, 1, nicht so rum, sondern so rum, 1 plus, yes, 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 back und wieder zubauen mit den Strongboxen. Denn die Strongboxen sorgen halt dafür, dass da niemand rankommt, außer wenn er den Trick mit dem gewissen Item kennt. So, also wieder alles wegpacken. Wir können uns nochmal eine Security Station aufsetzen, wenn wir Bock haben, aber das kommt noch irgendwann. Den Rest des Golden Backup Holding werden wir auch nochmal clearen. Obsidian, tonnenweise neues Obsidian ist auch ganz toll, aber eigentlich unwichtig. Die Tesseracts sind natürlich übelst episch, auch wenn ich glaube, dass sie noch gar nichts bringen mehr. Die Turret-Basen aber sind auf jeden Fall gut und auch der ganze Kram ist alles ziemlich praktisch. Also haben wir auf jeden Fall einen guten Fang mit den Items gemacht, einen sehr guten Fang. Sehr, sehr schön, was wir alles bekommen haben dadurch. Yeah! Also ich freue mich einfach nur, wie ihr merkt. Ich freue mich einfach nur. So, also, das heißt, ich werde mal zwischen den Aufnahmen meine Rüssidee enchanten, komplett, und die neue Rüssidee komplett enchanten, also die Enderium Flux werde ich komplett enchanten, meine komplett de-enchanten, genauso mein Schwert und dann stattdessen das andere enchanten, also das Enderium Flux Sword werde ich natürlich dann stattdessen enchanten, und, ja, das ist dann, was ich auf jeden Fall machen werde, und dann nächste Folge kümmern wir uns dann um den Rest. Ich bin jetzt noch hart am Überlegen. Auf jeden Fall sollte ich euch vielleicht mal die Rezepte zeigen. Das wäre nämlich auch nochmal ganz praktisch, das Schwert. Nämlich hier einmal, das ist nämlich ein Block auf Gelatinderium und die Gelat Rod ist auch zwei Blocks. Und dann halt das da, kennt ihr schon, aber das hier ist ein Block auf Gelat Gems und die kriegt ihr mit einer Menge RF, mit einem Gelat Gem und dann Gelat Cryothium und Stuff and Things und das ist alles ziemlich teuer.
Alles ziemlich teurer Scheiß. Das hier auch 80.000 RF. Und 80.000 kann das Ding nicht mal halten, aber dafür könnte es ja upgraden. Denn momentan kann unserer zum Beispiel 72.000 halten. Das heißt, wir müssen ihn auf jeden Fall auf Reinforced aufwerten, damit er die Energiemenge speichern kann, um dieses Ding zu craften. Und wir bräuchten eine QED, weil wir das Ding in einer QED herstellen müssen, wie ihr seht. Yay. Aber das müssen wir nicht, denn wir kriegen es ja gratis von Marple und Sleep. Das heißt, wir brauchen nicht einmal eine QED. Theoretisch könnten wir uns eine machen für Endermarker, aber ich mach's nicht. So, also, das war's dann für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr freut euch genauso wie ich, dass ich übelst overpowered Items gekriegt habe. Ja, ich bin einfach nur übelst angetan von den Sachen. Und ansonsten müssen wir nochmal schauen, was wir dann nächste Folge machen und wie wir das alles zusammenbasteln. Denn ich bin immer noch hart am Überlegen, wie ich das überhaupt machen möchte mit den Upgrades. Denn das wird halt ziemlich schwierig, was die Automatisierung angeht von dem Aerial Interface, wenn ich das alles machen möchte. Das wird alles ein bisschen schwierig. Aber mal schauen. Das gucken wir dann mal über die nächsten Folgen hinweg. Diese Folge ist jetzt erstmal vorbei. Wenn es euch gefallen hat, benutzt gerne YouTube. Und ansonsten, gut, ich wollte gerade sagen, sind die Dinger jetzt ausgelaufen? Nein, sind sie zum Glück nicht. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bis zur nächsten Folge. Das Ding hat noch voll Energie. Was ist denn überhaupt los? Achso, das Ding hat ja auch noch Energie. Stimmt, das produziert ja auch noch. Also, bis zur nächsten Folge. Tschüss.